Auf der A96 kontrollieren die Männer der Autobahnmeisterei Wangen einen Rastplatz. Florian Baumann überprüft die Mülleimer und Vlado Šarić die Technik im Toilettenhaus. Also unsere Technikraum wird täglich kontrolliert, wie Parkplatz allgemein komplett. Es wird nach der Technik geschaut, ob die Pumpe funktioniert, ob die Spülung funktioniert, ob die Reinigungsfirma, die sind Subunternehmer, ob sie täglich da sind oder entsprechend da sind, ist es gereinigt. Kontrolliere mal den Nachweis. Passt alles, die war heute Morgen da. Hat sie putzt. Nächste, jetzt gegen Mittag kommen sie. Also, die muss Abstand von 5 Stunden einhalten. Von Technik aus, sie funktioniert alles. Pumpe sind in Ordnung. Alles auffüllt. Technikraum ist okay, kann man sagen. Gut, dann laufen wir zu unseren Spielgeräten. Das wird auch täglich kontrolliert. Zweimal sicher geprüft im Jahr, aber täglich kontrolliert, ob es irgendwo irgendwelche Risse, Abplatzungen von denen, aber im Mund. Sieht auch sehr gut aus, wird auch gerne benutzt auf unsere Parkplätze. Ist feine Sache. Mit Gummimatte funktioniert. Also ist kein Schaden, nichts. Alles wie das sein sollte. Sauber ist es auch. Nicht so sauber ist es dagegen bei Florian Baumann. Er sammelt den Müll zwischen den parkenden Lkw auf. Ja, hat Lkw-Fahrer mal Lust. Können wir nur hoffen, dass er weitergefahren ist nach einem Bottle Wein. Auch gehört dazu. In 16 Jahren als Straßenwärter fand er schon so einiges auf den Rastplätzen. So eine Kiste mit Frauenspielzeug, sage ich jetzt mal, wo sie mal liebevoll entsorgt haben. Dann haben wir das in eine Blechkiste geschmissen und die Teile haben halt immer noch funktioniert. Also, man lernt einiges gewöhnt, was man findet. Also, verrückt gibt es nie, nur außergewöhnlich. Also, es gibt nichts, was es nicht gibt bei uns. Von Kühlschränke bis zu halbe Autos. Die entsorgen alles. Alles. Ja, das meine ich mit Tretmine. Wenn da nicht aufpasst, hat mein Kollege dann im Auto ziemlich Spaß, wenn ich wieder einsteige. Aber das ist noch harmlos heute. Normalerweise kacken sie dir auf die Straße hier zwischen den LKWs. Und, ja. Oder in Tüten drin, haben wir alles und schmeißen es dann raus. Tolle Gesellschaft. Nach einer Viertelstunde hat Florian Baumann den Rastplatz vom Müll befreit. Der Beruf Straßenwärter war für ihn nicht immer die erste Wahl. Ich habe da hinten Ausbildung gemacht von 2006 bis 2009. War eigentlich damals nicht mein Wunschberuf. Ist eigentlich eher aus der Not entstanden, weil ich eigentlich keinen Plan hatte, was ich machen soll. Und ja, jetzt bin ich auch schon 16 Jahre dabei. Seit letztes Jahr im August Streckewart. Das ist eine schöne Arbeit, wenn man viel drin draußen ist. Das ist eine super Arbeit. Man muss es halt tun mögen. Florian Baumann und Vlado Šarić fahren weiter. Als nächstes begutachten sie den Schaden einer angefahrenen Schutzplanke. Das ist ein unbekannter Verursacher. Wir haben jetzt probiert, über Polizei irgendwas zu ermitteln, ob wir da einen Verursacher kriegen. Aber wie so oft ist derjenige abgehauen. Jetzt rechnet man halt als unbekannt ab, dass der Schaden behoben wird. Eine kaputte Schutzplanke ist auch wegen der Verkehrssicherheit. Wenn der Nächste da reinfährt, kann halt sein, es hebt nicht mehr. Er fährt auf Böschung, überschlägt sich oder fährt ein Schild da rein und es passiert was Gröberes. Darum muss man solche Schäden, trotz weil sie unbekannt sind, halt nicht der Verursacherzahl trotzdem reparieren lassen. Das ist im Prinzip die interne Unfallnummer. Also die 122 ist die Anzahl von Unfällen, was wir im Jahr hatten bisher, also Schadensereignisse. Da zählt ein Pan-LKW dazu, eine Absicherung nur dazu und auch die Schutzplankenschäden. Und hinterhalts ja, und das U für unbekannt. Dann weiß ich drin, okay, ist ein unbekannter Fall, da weiß die Schadensabteilung, der ist unbekannt. Der wird zwar abgerechnet, das Zeug wird alles zahlt, halt auf unbekannt. In diesem Fall kommt der Steuerzahler für den Schaden auf. Eine externe Firma wird die Schutzplanke reparieren. Florian Baumann und Vlado Šarić fahren jetzt zu einer Autobahnbrücke. Die Autobahnmeisterei Wangen ist für ihre Instandhaltung verantwortlich und kontrolliert deshalb regelmäßig.
Wir Streckenwarte machen immer Sichtprüfungen, gucken, ob irgendwelche Auffälligkeiten, Risse und so weiter mit drin sind. Entwässerungsleitung, ob uns irgendwas abfällt oder Ablatzung am Hochbau. Einmal im Jahr machen wir das mit dem Dienststellenleiter zusammen, mit dem Vier-Augen-Prinzip. Und dann alle 6 Jahre das Ingenieurbüro, die prüft sie dann auf Herz und Nieren. Die 730 Meter lange Argentalbrücke liegt schon nahe am Ende der A96 bei Lindau. Vor wenigen Tagen hat eine Baufirma Teile im Brückeninneren ausgetauscht. So, kontrollieren wir jetzt den Übergang zwischen Stahl und Beton. Den haben wir mal erneuert. Jetzt gucken wir mal von unten rein, wie er aussieht. Die Farbe ist gleich oben über uns praktisch. Man hört es auch. Also was ist das jetzt? Beton 40 cm, 50 cm plus 70 cm ungefähr unter Fahrbahn. Der Überbau einer Brücke dehnt sich je nach Temperatur und Verkehrsstärke im Laufe eines Jahres aus oder zieht sich zusammen. Die Lager ermöglichen, dass der Überbau über die unbeweglichen Brückenpfeiler gleiten kann. Ich schaue mal jetzt auf die Lager. Die Lager sind sehr gut, die sind alle in Position, so wie das sein sollte. Wenn der jetzt Lager kaputt wäre, dann wäre es ziemlich laut. Dann sind sie auch reibungslos hier. Wieder. Also, das ist ein Millimeter, aber ganz schlecht die ganze Zeit. Ja. Aber es sieht gut aus. Die Straßenwärter sind mit den Arbeiten der Baufirma zufrieden. War alles super ausgesehen, darum passt das eigentlich. Also sind wir safe. Oder sind wir da guter Dinge, dass nichts passieren würde. Florian Baumann kann sich ein Leben ohne die Arbeit bei der Autobahnmeisterei nicht mehr vorstellen. Man sieht es ja halt auch, dass es für mich zum Leben dazugehört. Sonst hätte ich nicht die A96 tätowieren lassen. Das gehört halt dazu. Neben ein paar Pummel-Einhörner, ein paar Band-Tattoos gehört halt das A96-Logo dazu. Das gehört halt zum Leben nach 16 Jahren. Doch schön. Für Florian Baumann und Vlado Šarić geht es zurück auf die Autobahn. Bis 16 Uhr sind sie heute auf der A96 unterwegs und sorgen für eine sichere Fahrt.